glaube schon, du erinnerst dich, Kevin. Und zwar gibst jetzt einfach mal deine gesamten Gems für das 150-Münzen-Paket aus. Nee, das linke Angebot für 33 Euro kannst du dir mal gerne gönnen auf entspannen. Oh! Oh, lol! Lol! Du musst jetzt deinen Rang 35 Tick zu deinem niedrigsten Brawler machen. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ihr seht sie gerade neben mir. Ich habe einen Gast mit am Start, und zwar den Lukas. Was geht? Moin moin, was geht, Freunde? Ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll, aber ich glaube, ich sollte mich eigentlich nicht freuen. Lukas darf sich rächen. Das letzte Mal habe ich nämlich tatsächlich zu Lukas gesagt, er soll 50.000 Gems auf einen neuen Account aufladen oder sich ein Tattoo ins Gesicht machen. Es ist ein bisschen eskaliert. Alle haben mir davon abgeraten, Kevin, mach es nicht. Das waren teilweise Top-Kommentare und ganz viele Nachrichten in den Streams, aber... Ich hab darauf bestanden. Lukas hat darauf bestanden, weil ich meine, es ist nur fair. Und ja. Ja, wir fangen an. Als erstes gehen wir mal in den Shop, ne? Standardmäßig. Okay, in den Shop. Komm, ich würde sagen, einmal Gems aufladen müssen wir schon mal machen für den Start. Mit Creator Code Lukas natürlich. 2000 Gems. So, Leute, das heutige Video ist übrigens auch unterstützt durch Manscaped. Die haben mich nämlich angeschrieben und haben gefragt, yo Kevin, sollen wir dir mal ein kleines Paket zuschicken? Und zwar haben sie mir das Performance Package zugeschickt. Manscaped bietet sämtliche Hygieneartikel für Männer und auch für jüngere Leute an. Ihr wisst ja alle, dass eure Eltern euch immer sagen, ja, bitte schneidet mal die Fingernägel, oder eure Eltern müssen euch die Fingernägel schneiden. Manscaped hat unter anderem ein sehr hochwertiges Nagelset aus Edelstahl, wo ihr so einen Clipser mit bei habt und eine Schere und auch so eine Augenbrauenschere. Ihr wisst gar nicht, wie sehr sich meine Freundin gefreut hat, weil die mir, warum auch immer, unglaublich gerne immer meine Augenbrauen schneidet. Aber Manscaped hat auch zwei hochwertige Rasierer. Einmal einen ganz normalen Rasierer und auch einen Nasenhaarrasierer. Sowas habe ich vorher noch nie ausprobiert. Testen wir mal aus. Oha. Also ihr wisst ja, Hygiene ist das A und O. Wenn ihr irgendwelche Hygieneartikel von Manscaped auschecken wollt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort ist der Link und auch nochmal ein angepinnter Kommentar. Danke auf jeden Fall für die coole Kooperationsmöglichkeit und euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Lukas, ich hab's so gemacht. Ja. Wunderschön. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an das letzte Video bei mir. Was war? Ich glaube schon, du erinnerst dich, Kevin. Und zwar gibst jetzt einfach mal deine gesamten Gems für das 150-Münzen-Paket aus. Junge, ich hab zu dir dann gesagt, dass du es nicht machen musst. Du musstest ja das nicht alles dafür ausgeben. Ja, du aber schon. Okay, es geht aber eh relativ schnell. Junge, das bringt ja gar nichts. Ich krieg gar keine Münzen dazu. Ja, wunderschön. Das ist total ineffektiv. Du musst teilweise hier so unten noch kaufen, Mensch. Nein, nein, nein. Gar nicht. Ja, oh, ich habe keine Juwelen mehr. Danke für den Support für Creator Code Lukas natürlich. Ja, gehen wir nach links, nach ganz links. Ganz links. Sehen wir 5-mal Wert, Kevin. Richtig krank. Goldene Woche, meinst du? Das rechte? Nee, das linke Angebot für 33 Euro kannst du dir mal gerne gönnen auf entspannen. Junge, das ist wieder so unnötig. Das bringt mir überhaupt nichts, Lukas. Die Boxen öffnest du bitte alle mit deiner Nase, so schnell wie du kannst. Oh mein Gott. Junge. Hallo. Hier ist euer allseits geliebter Kater Ali. Wisst ihr, woran mich Kevin das Ei gerade erinnert? Nein? Seht selbst. Hoffentlich werde ich deswegen nicht gekündigt. Sind nur so 14 Stück. Oh mein Gott! Ey, Gott sei Dank kommen da nicht so komische verbleibende Gegenstände noch. Oh Gott, da kam schon. Oh, hups! Oh, ah, lol. Ja, ja, war doch ein guter Invest. War jetzt ganz toll. Genug Münzen für den Stargold Genie. Let's go. Wir hätten uns auch einfach vorhin dieses Münzenpaket hier kaufen können, ein paar Mal. Ja, nee. Ach, okay. Ja gut, immerhin habe ich jetzt wieder alle goldenen Skins, Freunde. So, und ich würde sagen, Kevin, du kannst ja mal gerne im Shop das andere kaufen. Ey, hallo, nein! Ernsthaft jetzt? Ja, ernsthaft. Oh mein Gott, Junge! Ach, Digga. Oh mein Gott, Junge, Lukas, das bringt nice. Warte. Ja. Dieses Mal musst du die mit dem Kinn öffnen. Ach, Junge!
Ob das überhaupt geht? Junge, einfach mit meinem Kinn hier. Wie viele Boxen sind das noch? Ah, okay, ja, sehr gut. Ja, dann haben wir so ziemlich fast den ganzen Shop eh schon leer gekauft. Sehr krass. Aber du musst jetzt mal auf einen anderen Account gehen. Da kaufen wir das nämlich auch nochmal. Ach, Digga! Dann, ja, würde ich sagen, holst du dir auch hier beide goldene Woche an, Geburt hier. Ja, das ist so unnötig. Aber ich habe hier noch Münzen. Sehr nice. Ja, können wir. Ah, sehr nice. Okay, es geht los. Dieses Mal darfst du die mit dem Finger öffnen, aber du musst so schnell wie möglich alles durchtippen. Ja, ja, ja. 6! Mortis! Oh! Okay. Not bad, not bad. 5. Ah, ich krieg Krampf! Ich zieh doch nix! Ah, ups! Ah, lol. Ja, okay, genau, ich hab, glaube ich, direkt andere. Das nächste Angebot gekauft oder so. Oder? Ah, nee. Okay. Ja, nice. Ja. Auch hier natürlich so schnell wie möglich öffnen. Denn, ja. Ah, 6! Gail. Aha. Ich habe Gail. Nochmal 5, nochmal 6. Ich habe Tara. Nice, kann man mal machen, Tara. 5, nochmal 5, nochmal 5. Oh, okay, das war's. Ja, Mensch, da hat mir jetzt der Legendäre tatsächlich aber gefehlt, Kevin. Ach, Digga. Ja, besorgt jetzt mal einen Legendären einfach. Junge. Ja, wusstest du das nicht? Ja. Komm, von mir aus mach's halt so. Okay, ja, dann legendärer Brawler-Angebot und... Oh, let's... Lol, hä? Kevin, das Ei ist so lost, dass selbst Spike nicht mal auf dem Bildschirm erscheinen wollte. Ach, Digga, Lukas, ich hab ihn ja gekauft. Er ist nicht mehr im Shop drin, aber er wurde irgendwie nicht gezeigt. Ja, irgendwie ist das Bild so eingefriest, ne, Kevin? Ja. Aber zeig nochmal, dass du ihn bekommen hast, dass der bei den Brawlern ist. Ja, hier ist eh Spike. Ah, lol, ja. Ah, aber ich würde sagen, Kevin, den hat man nicht gesehen. Geh mal bis auf irgendeinen Account, holt dir noch einen legendären Brawler. So, ich bin jetzt auf Poki Aye Kopf. Dann geh mal in den Shop, wie sieht's da aus? Ja, hier ist auch Spike. Ich trage erstmal Creator Code Lukas ein. So, hier. Ja, ich würde sagen, klassisch Gems aufladen wäre zu langweilig. Deswegen, um die Gems zu bekommen, holst du dir das fette goldene Woche-Angebot nochmal. Nochmal! Ja, weil da sind, glaube ich, wie viele Gems sind da? Zeig mal. 340. Ja, das passt optimal, Kevin. Let's go. Nice. Genau, die würde ich sagen, haust auch so schnell durch, wie du kannst. Okay. Let's go. Schau unbedingt hin, ob wir was haben. Oh, wir haben Tara. Oh, wahrscheinlich Tara, oder? Max. 5. 6. Gadget. Ah, okay, Gadget. Ah, ich komme aus meinem Flow raus. 5. Komm, 6. Oh, Search. Ja, okay, nicht schlecht. Nochmal 5. Oh, hups. Ah, okay. Lol. Guck mal, jetzt hast du genug Gems und jetzt. Jetzt aber. Spike und gönnen. Bild nicht freezen. Oh! Lol! Da ist er. Okay. So, Kevin, ich würde sagen, noch eine Sache fällt mir gerade ein. Noch zwei sogar, aber die eine Sache ist erstmal, du heißt aktuell 7-mal Stock. Ja. Ja, wir müssen den Namen auf jeden Fall wieder ändern. Aber ich fand den Namen eigentlich legendär, Lukas, muss ich schon sagen. Du kriegst auch wieder 7-mal ein Emoji. Okay, Kevin. Ich würde sagen, du gehst mal unten auf diese Glühbirne, auf diese Sektion. Ja, und ja. Und zwar siehst du da so eine Badewanne mit so Schaum. Die hier. Ja, die nimmst du 7-mal. Du weißt, es ist einfach 7-mal Schaumbadewanne. Junge. Das ist ja wieder so dumm. Junge, ich glaube, deinen neuen Namen müsst ihr auch feiern mit einer schönen Club-Nachricht. Junge, okay, 7-mal Schaumbadewanne. Wahrscheinlich soll ich ganz oft Schaumbadewanne schreiben, oder? So oft es geht. Ja, perfekt. Senden. So, okay, Kevin. Sind wir fertig? Du hast noch so 30 Sekunden. Jetzt wird es aber richtig ernst, Kevin. Wie? Du gehst jetzt auf deine Brawler und du sortierst mal nach meiste Trophäe. Oha, Kevin. Das Beste habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Und zwar, ich weiß, du hast vor kurzem deinen ersten Rang 35 Brawler geschafft, nach unglaublich vielen Nächten, die du durchgepusht hast. Aber Kevin, ich muss dir leider sagen, meine Rache muss jetzt am Start sein. Du musst jetzt deinen Rang 35 Tick
zu deinem niedrigsten Brawler macht. Ja, du bist echt geisteskrank, Mann. Du bist echt geisteskrank, Alter. Also, muss ich ihn so unter Bell droppen, also so auf 600 genau. oder so. Ja. Oh mein Gott. Mann! Alle haben gesagt, nimm kein Video mit Lukas auf. Ja, also natürlich werde ich beim Droppen nicht komplett mit dabei sein, aber Kevin, ich hoffe, du wirst Spaß dabei haben. Ja, wir müssen es machen, Leute. Es ist, nachdem ich Lukas gesagt habe, er muss 50.000 Gems aufladen, muss ich das jetzt leider wohl übel machen. Oh Mann, Leute, es geht los. Digga, 1251 Pokale mit Tick. Es sieht so wunderschön aus. Oh Mann. Okay, das heißt, wir machen jetzt Tick Minus. Nochmal minus 8. Ich bin jetzt bei 609 Pokalen mit Tick. Noch vor knapp 2 Stunden hatte ich mehr als doppelt so viel. Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mal alle Hashtag RIPTick in die Kommentare. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich mich bei Lukas rächen kann. Also, haut rein. Ciao.